Diese leckeren Bauernbrötchen bekommt wirklich jeder hin. Außen kross und innen weich. Probier es unbedingt aus. Als erstes erwärmst du hierfür Hefe und Wasser. Dann gibst du Mehl und Salz hinzu und verknetest das nochmal 4 Minuten auf der Knetstufe. Nach einer Stunde ist der Teig dann so gut aufgegangen. Die Brötchen formen und optimal in ein Brötchenbackblech geben. Beim Formen achte ich darauf, dass sie eine gute Oberflächenspannung bekommen. Dieses Blech kann ich euch absolut empfehlen. Ihr braucht hierfür nicht mal Öl oder Backpapier. Und die Brötchen werden von allen Seiten schön kross. Noch einschneiden, mit Wasser bepinseln und ab damit in den Ofen. Und dann bekommst du diese köstlichen Brötchen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren.